Hallo, Paraguay Live. Wie immer, liebe Grüße aus Paraguay. Und heute ist ein ganz besonderer Tag. Warum? Es gibt drei Sachen zum Feiern. Zum Ersten, herzlichen Glückwunsch an euch zum 1000. Abonnenten. Super. Die zweite Sache ist Unabhängigkeitstag, und zwar Paraguays Unabhängigkeitstag. Und die dritte Angelegenheit ist mein Geburtstag. Bin halt älter geworden, wie man sieht. Aber darüber sprechen wir nicht, wir sprechen über euch. Ja, über euch Abonnenten. Also bleibt dran, falls ihr Interesse habt, okay? Also, zuerst vielen, vielen Dank an euch alle für die 1000 Abonnenten. Und wie immer in Paraguay, fast wie immer beim schönen Wetter, wie man sieht. Nochmal super, vielen Dank. So, aber jetzt kommen wir zur Sache. 1000 Abonnenten. Wie kommen wir überhaupt dazu? Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, als wir den Kanal im letzten Jahr gestartet haben, das war glaube ich im August 2017, soweit ich mich erinnere, haben wir natürlich nie darüber nachgedacht, dass wir irgendwann mal 1000 Abonnenten schaffen werden. Aber doch, ich frage immer wieder, wie ist das ja passiert? Und ich bin mir sicher, dank euch, dank eure Fragen und dank eurem Engagement. Das ist ja wichtig. Wir wollen doch allen auch euch helfen mit weiteren interessanten Informationen, nicht nur über Paraguay, was natürlich vorwiegend bei uns an erster Stelle steht, Paraguay Live, wie auch der Name sagt. Aber ich denke, wir werden das ja auch weiter erweitern und auch über aktuelle Themen sprechen. Deshalb ist es ja auch wichtig, eure Hilfe, damit wir euch weiterhelfen können, brauchen wir euer Engagement. Also, ganz wichtige Sache sind die Kommentare, eure Themen, eure Fragen. Wir machen die Videos vorwiegend für euch. Wir sind in Paraguay 15 Jahre. Also, nutzt die Gelegenheit und fragt uns. Stellt immer mehr Fragen, und zwar meistens in den Kommentaren, auch telefonisch und auch per E-Mail. Ja, wir werden wie immer Links verlinken, unsere Kontaktdaten. Okay? Also, nochmal vielen Dank an euch. Und danke für die zahlreichen Kommentare und für die zahlreichen Themen, okay? Also wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken bei Jan Fassbender. Ist ein junger Mensch, der wirklich also sehr gute Videos dreht. Da werde ich euch unten auch verlinken auf seinen Kanal. Habe ich, obwohl ich auch schon älter bin, also wirklich viel von ihm gelernt. Das heißt also, wie man die Videos drehen sollte und was vor allem drin sein sollte. Also da empfehle ich jedem, also denjenigen, die auch auf 1000 Abonnenten kommen möchten, ja, und auf viele Likes, schaut euch einfach seine Videos an. Also der bringt das wirklich top auf den Punkt. Und also die Videos von Jan gefallen mir unheimlich gut. Der bringt euch wirklich viele Sachen bei. Also ein Tipp von mir persönlich zu den Videos. Also man muss wirklich systematisch bleiben. Ich denke, das ist ja auch wichtig, dass ihr, auch ihr, falls ihr YouTube-Kanal habt, sollte die Systematik eine gewisse Rolle spielen. Also ich bin auch kein systematischer Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vernachlässige das sehr, 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 red man nicht drüber. Aber mir macht es wirklich Spaß, die Videos zu drehen. Und das ist, glaube ich, auch der zweite Punkt. Also systematisch
der erste. Und es muss auch Spaß machen. Das heißt, ihr sollt die Themen erwähnen, über Themen sprechen, die ihr selber auch für gut empfindet. Ja, also man kann nicht über Sachen überzeugend berichten, wo ihr selber davon also nicht überzeugt seid. Ja, bringt in meiner Meinung nach bringt es relativ wenig. Wir haben meistens auch schönes Wetter dazu. Das animiert uns natürlich auch sehr gute Videos zu machen und sind immer auf euch angewiesen. Also weiterer Punkt, der wichtig ist, auch in Paraguay, aber nicht nur in Paraguay. Ich denke, wenn es um YouTube-Video geht, man kann auch nicht alles selber machen. Das heißt also, man kann ein Beispiel von Paraguay nehmen. Warum? Weil die Paraguayer grundsätzlich sehr hilfsbereit sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ins Geschäft gehe, ja, frage, sage ich mal, nach irgendwelchen, sagen wir, Schuhen, nach irgendwelchen anderen Sachen. Da sagt dir der freundliche Verkäufer, nein, Pete, ich hab's nicht, aber weißt du was, geh doch mal 3 Straßen weiter, da gibt's einen Laden, da kriegst du die Sache. Und wie ist es ja bei euch, oder wie ist es in Deutschland, wie ist es bei euch, wo ihr wohnt? Gibt es kaum. Ja? Die Leute behalten alles für sich. Nein, nein, sage nicht, der geht womöglich zur Konkurrenz und macht mich kaputt. Nein, nein, Leute, also wirklich. Sei doch mir offen, auch hier in Paraguay. Ja. Also es gibt viele Kanäle und jeder macht da für sich was. Ja. Jeder, er macht die anderen schlecht, was ich ja nie getan habe. Ja, aber die anderen schon. Und da ist es schon. Nein, warum? Ah, der Pitt ist schlecht, mach mal nicht. Nein, nein, nein. Aber warum sollte man da nicht zusammenarbeiten? Warum? Das ist doch das Wichtigste. Um den Kunden, um euch zu helfen, brauchen wir natürlich eure Hilfe, aber auch diejenigen, die Videos drehen, ja, so wie wir zum Beispiel, Paraguay Live, Margaretchen und Pitt, sollen wir auch zusammenhalten. Das heißt, wenn jemand gut ist, warum sollte er denn nicht über diese Sachen berichten? Das ist ja unsere Meinung. Also mehr Kooperation. Auch unter euch solltet ihr auf jeden Fall Kooperation suchen. Das heißt, nicht alle Videos versuchen selber zu drehen, nicht überall selber rauszufahren, sondern vielleicht auch mehr Informationen suchen, die Informationen zusammenstellen, damit sie mehr Erfolg haben. Ja, und ich denke, da liegt auch der Schlüssel zum Erfolg. Ich hoffe oder ich bin sicher, also ich auf jeden Fall, wir mit Margaretchen werden es weitermachen. Es macht uns unheimlich Spaß, mit euch und für euch zu arbeiten, in Anführungszeichen. Wir kriegen also kein Gehalt dafür. Aber wenn die Sachen wirklich Spaß machen, dann sollten wir die auch weiter tun und weiter machen. Also wir bleiben auf jeden Fall dran. Hoffentlich bald können wir berichten über 2000 Abonnenten. Okay? Also in diesem Sinne, falls ihr Fragen habt, bitte immer am besten unten teilen. Auch auf YouTube, auch Facebook, Social Media, Twitter, Instagram. Bitte die Videos teilen und mehr Kooperation eingehen. Okay, also in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video und nochmal vielen herzlichen Dank an euch alle. Okay, bis zum nächsten Video. Macht's gut.